Seite, falsche Seite. Verpiss dich, das war die falsche Seite. Der Große kommt wieder auf euch zu. Da öffnet sich wieder was. Ja, vor allem öffnet sich hier ganz neue Perspektiven. Kommt wieder was nach oben. Ja. Jedes Mal, wenn ich was versuche zu trinken, ziehen die mich aus der Kiste, ey. Wo müssen wir denn damit hin? Die falsche Allee da hinten. Wo müssen wir denn mit dem Ding hin? Da kommt die richtige Allee gelaufen. Ich glaube nach oben, aber ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Hast du die Seite hier schon? Ah! Warum immer ich? Mein Chip gar nicht heute. Warum immer du? Auch nicht immer richtig. Warum? Warum? Was ist jetzt? Dach, Dirk. Hä? Hä? Hinter dem Bücherregal bin ich sicher, sicher. Das sieht nicht aus, ob wir hier was hin tun müssen. Ich glaube, hier sind wir durch, Alea. Wir müssen nach oben. Ja, ich muss mich gerade verstecken. Vom Penismann. Penis. Habt ihr denn eine Filmrolle inzwischen nach oben geschafft? Nee, hey, wollte ich gerade. Jetzt steht einer vor mir. They're watching. Don't let those old men see you sweat. Hier in der Nähe ist die Filmrolle. Der Ronny braucht bald wieder Energy. Aber die sind jetzt bei mir hier vorne. Die sind direkt an der Filmrolle. Ja, der kann sich nicht entscheiden, welche Richtung er läuft. So, jetzt läuft er weiter. Immer noch an der Filmrolle. Er steht am Exit. Kommt jetzt auf euch zu. Kommt. This neighborhood used to be so nice. Shadows, maybe. Fuck you too, Dad. You're not my dad. Oh, wo ist der eine Klassenraum? Ist der wirklich oben? Weil ich hatte ja nein, die der Portal. War oben. Nein, der war oben. Ich meine es. Es war nicht Klassenraum 3, das weiß ich. Das war letztes Mal nämlich eine Sackgasse. Ja, da war ich. Ich konnte jetzt von rechts. I deserve this! Can't remember anything. Hold it right there! Oh, Scheiße! Is it me? Nimm die Kiste. Nimm das Ding. Kann ich nicht, ich musste ihn betäuben. Ich guck jetzt mal, wo der scheiß Klassenraum ist. Super. Nee, oben ist es nicht. Weil oben sind die oben sind die normalen Ich bin ja oben gegangen.
Oder ist es die falsche Treppe gewesen? Ich weiß nicht. Kann doch die falsche Treppe gewesen sein. Meinst du? Aber mehr in der Nähe ist auf jeden Fall einer. Everything's making me jumpy. Es muss Klassenraum 4 sein, auf jeden Fall. Bei Klassenraum 3 war es nicht. Ja, super. Mean anything. Ah, hier hinten ist Klassenraum 4. Ich jetzt bin. Also da geht's los mit Klassenraum 4. I'm ready. Es ist die gleiche Etage wie die anderen auch. Hier muss die Filmdose rein. Kommt jetzt wieder einer auf euch zu? Hier rein. Jetzt den Eingang nur nicht. Muss ja nur einmal um den Block laufen. Einer ist gerade bei mir. Ist nach rechts rüber. Aber ist noch hier. Einer ist bei mir. Das ist ein gutes Ding, ihr Kühe. Remember anything. Ah, da ist der Eingang. Doch. Der Eingang suchst du. Why are you running? Oh, God. All you have to do is play your part. Also hier ist gerade einer bei mir. Ich bin bei der Rolle. Well, I'm too fresh. Nothing. The fuck is always nothing. Einer ist es, zwei hier. Fette ist hier, ich bin hier eingekreist. Ich komm hier nicht weg. Ich fliege. Ich bin weg. I wonder what other noises you can make. Shall I? Ich bin gerichtet. Penismann hat mich getroffen. Ich möchte mich an dieser Stelle für den Röntgenblick bedanken, denn dieser Pömpel für den Röntgenblick war genau, wo der Penis ist. Dafür, deswegen möchte ich mich unbedingt jetzt gerade bei dir bedanken. Bist du noch bei dir in der Nähe? Ja. Mein Röntgenblick ist leider aufgebraucht. Kann es sein. Er kommt jetzt auf mich zu. Da gibt es einen Weg, wo du drunter klettern kannst. Ja, ich kann dich nicht retten. Ja, aber das Problem ist,
Ich habe, glaube ich, selber eine Spritze. Ja, ich habe auch eine Spritze. Der kommt gerade auf mich zu, der Typ. Das war aber nicht Penismann. Nein. Means away. Jetzt geht er wieder zurück zu dir, Ronny. Lea, hörst du den jetzt? So, da ist der Spritz auf dem Boden, siehst du? Zwischen meinen Beinen. Nee, das war sie nicht. Hatte ich doch keine? Ich dachte, ich hätte eine gehabt. Ja, du hast keine. Ich hab eine. Kurz verstecken. Ja, ich kann jetzt. Kannst du einen Film sagen. Gucken? Ja. Einer ist bei mir in der Nähe. Er ist auf der anderen Seite. Gerade an meinem Schrank vorbeigelaufen. Es ist ein Heilungsschrank, Alea. Aber das Problem ist, der läuft gerade an meinem Schrank ganze Zeit vorbei. Mit oder ohne Penis? Kann ich nicht sagen, sieht im Schrank. Kommt jetzt auf mich zu, ne? Kommst du zu mir rüber? Wir müssen jetzt zur Rezeption. Weiß, aber eigentlich wollte ich kurz heilen, aber. Achso, sag das doch. Ich dachte, doch, kommst du zu mir rüber. Oh, er sagt es ja nicht mit Zungen. Ach so, mein Heilgas verlangsamt den Typen noch, oder? I'm ready. Okay, er geht grad. War noch irgendwo eine Spritze, habe ich eben gesehen. Da hatte ich auch schon eine Spritze in der Hand. Wenn die frisch. Wer ist keine Spritze, ist ein Dütterisch. Er kommt. Das ist Mamas Haus. Geht vorbei. Oh, Glück haben, ja. Die Communist Goldfreaking Shepherds. Fetti kommt. Hat dich schon gesehen. Wer ist vorbei? Da geht's zur Lobby. Lauf! Ich bin im Schrank. Lauf. Wozu soll ich laufen, wenn ich einen Schrank hab? Komm her! Little bastard! Ich hab ihn nicht. Aber ich glaube, der wird mir nichts bringen. So, weiter geht's. Party time! So, weglaufen. Da war es noch draußen. Hier,
Oh, das ist eine Akte. Hab sie. Aber ich will das Sniper. Schütze. Ich glaube schon mal an. Ich bin so eigentlich. Ich bin drin. Wow. Ich habe gar keine Lust, das zu unterbrechen. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde das geil. Naja, es hilft nichts, ne? Schlüssel, ah ja, wir müssen ja erst die Schlüssel finden. Dick. Zack. Ja. Das war ein böser Dirk. Kann ich nicht sagen. War nur ich. Der Leuchtturm ist immer weit genug weg, ist das Problem. Das ist der Vergaser. Run his day! Run his fucking day! Ich hab mein Herz schon. Oh Mann! Warum hat er 180 gerät? Das ist unfair. Gotta see you bleed. Du willst mich nicht bluten sehen. Doch, wollen wir. Wir wollen nicht bluten. Wir wollen. Hey, läuft wieder an mir vorbei. Der Ronny macht hier ein Wettrennen. Ja! You can't hide from Das ist immer mein Schrank. Das weiß der auch. Gern geholfen. Das weiß der auch. Das ist mein Schrank. Junge, warum sind hier überall diese Fallen? Die man nicht sieht. Weiß ich nicht. Ich hab immer noch einen Herzschaden. Oh Mann. Du machst mir dann Kraft. Ja. Wieso kann ich das denn nicht benutzen? Der Geist ist halt okay. You're all burning! Oh Mann, lass mich doch in Ruhe. Ich will den scheiß Stein benutzen. I wish you could see what I see. Ja, wünsche ich auch, Junge. Das ist das Problem, dass ich nichts sehen kann. Nein, wo muss ich hin? You can't hide from me, Gremlins. It's like the future's here already. Zwei Generatoren im Keller müssen wir anschalten. Ja, ich suche gerade, ich find keinen Generator. Alea, das ist wieder. Alea, das ist mein Schrank, weißt du doch. So, da ist ein Generator. Das ist weiß. Wir hatten hier Sprit.
Aber die Allee, die lässt sich gerade. Da ist der zweite Generator. Rock. Diskutier das auch mal mit dem aus, bitte. Ich sehe gar nichts. Oh, jetzt hat er mich. Diskutier du das doch mal mit ihm aus. Uno? Quattro. Jetzt brauchen wir Sprit. Ja, super. Weil eine springe ich drüber und durch das andere laufe ich durch. Oh, Spritzi kommt. Nein. Da ist aber Sprit hier. Spritzi muss so weg. Oh, ja, toll. Titi hat den Dirki. Titi findet Dirki gut. Markov brand. Of course it's safe. I'm a ball of rattlesnakes. That hurt, dammit! Sweet music. Hey, you, come here! Oh, mach Sprit rein. Leider unterbrochen worden. Oh, hi Dirk. Hallo. Super. Also ein Sprit ist jetzt. This is heaven. Kann das sein, dass ihr das extra macht? Ein Sprit ist jetzt bei dem Ding dran. Oh mein. Alea! That fucking hurt! Teddy! Damn it! Ah, das wirkt jetzt schon relativ lang. Müssen wir jetzt hier nach oben oder? So, Generator läuft. Motherfucker, that's right! Da oben wieder, oder was? Dark it, dark. Make it fun for me! Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder hoch, soweit ich weiß, ja. Kann der Ronny hin? Ich bin auch irgendwie, wo man beichten kann. Unter uns kommt jetzt gleich einer. Jetzt fehlen uns immer noch die Schlüssel. Ne? Ja. Finde Schüsse in Leichen, was ja ein sehr wertvoller Tipp ist. Ich weiß nicht, warum ich gerade das Gefühl habe, aber ich denke, die Schüsse sind in Leichen. Im Schrank, da wo Ronny gerade durch die Türe gehen wollte.
Aber der holt mich raus. Aber das ist total komisch, ne? Die müssen unten im Keller irgendwo sein, oder? Einer ist im Keller, ja. Ist meiner. Super. Ich war echt verarscht hier, ne? Watch it, Paul. Hab dich gerettet. Ja, super. Ja, gut, weglaufen musst du natürlich schon selber. Ja, das Problem ist, ich war gerade da dabei, mich zu heilen, ne? Ist immer dasselbe, hä? Nie sind die Leute zufrieden mit einem. Ups. Ja, oh, spring doch da drüber. Die ganze Zeit zum Ding zu kommen, aber irgendwie. Vielleicht kommen wir nur unten rum dahin, ne? Ja, das war auch meine Vermutung. Ich springt hab. Das Problem ist, dass hier gerade einer ist. Hinter dir ist ein Schrank, Papa. Was? Ne. So. Ah, ne, der ist frei. So, aber wieder weg. Ich hab Stern. Ja, Stern brauchen wir. Nein. Alter, ich wollte ihn gerade. Was ist das da vorne? Ich hab Pick. Perfekt. Nein, schon noch einer. Ich hab Feuer. Pick, dann lass uns zurück. Ich guck gerade, wie ich dahin zurückkomme. Ach so. Ito. Hey, wieso hast du Pick nicht? Doch, ich hab Pick. Ja, ich hier. Hier ist der Aufgang. Ja, ich nehme ihn. Warte. Ist gerade, ich hab den Vollidioten wieder getroffen. Works like magic, they said. You'll be a night owl. Great fucking bird of prey. Da kommt jetzt wieder einer. Sons of bitches. Genau in der Kirche raus. Der lacht komisch. So, erster Schlüssel ist benutzt. Das ist gut. Trotzdem ist der Typ noch da. Gas is getting. Oh!
Scheiße! Geiler Typ. Schöner Stoff, den er da immer spritzt. So, hab mich geheilt. Cast in the fire. Redeemed. Kommst du sehen, Dirk? Okay. Ich schau zu Boden, dass ich diese Szene nicht rausschneiden muss. Ich gucke auf dich, aber ins Ferne, ob einer kommt. Genau, ich guck mir so die Spiegelkugel an. Aber da ist ja bekanntlich das Öl. Ja, manchmal. Kommt einer. Das hat du jetzt schon recht. Ob da jetzt was ist, weiß ich nicht. Warum lässt mich alle. Aha. Verstehe ich auch nicht. Geh zur Kapelle, starte die Kommunion. Du musst doch hier hinkommen. Du kannst. Nee, kann ich nicht. Hier müssen alle drei sein. Dirk ist nicht hier. Letzten Mal nicht so. Die Grafik war fehlerhaft. And know that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread and he broke it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. And also he took the cup, saying, this cup is the new testament in my blood. As oft as you drink it, in remembrance of me. Wherefore whosoever shall eat this bread, Fuck. Ronne mit Donald ist enttäuscht. Ich kann nur die Dicke nicht überholen, ist mein Problem. Ja, hallo. Etwa? So, bin raus. Mein Gartenfreund ist jetzt betäubt, der gleichzeitig. Wobei, alle D. D plus. Wir haben immerhin ein D plus. Ich hab mal C plus, Leute. Ja. Oh Mann, ey. Einmal Verstand verloren, einmal im Kampf gefallen, zweimal außer Gefecht, 20 mal Schaden erhalten. Hab ich auch. Und wieder mal 25 mal Geräusch fallen. Ja, also das ist, hab ich auch. Zwei Verstand verloren, 18 Schaden, 25 Geräusch fallen. Und ich krieg noch nicht mal ein Ticket. Ich hab 3. Raus hier. Genau, raus hier. Raus hier. Raus hier. That was a minimally acceptable. Du hast keine Familie, hat er gesagt. Ja. Er will das wissen. D plus, Mann, war scheiße. D-Plus! Aber wenn du ein D-Plus hast, ja, ist meine Leistung vollkommen okay. Das stimmt. Man freut sich über seine Leistung und er... Das ist Aleas Zimmer, Chimeras Zimmer, mein Zimmer. Hatte keine Leistung.
Dreh ich mal erstmal die Tür auf. Wir müssen uns mit Doris treffen. Ich kann mich nicht mit Doris treffen, weil ich habe immer noch nicht genug Pünktchen. Ich kann mich mit Doris treffen. Das ist schön für dich. Und Ananas essen. Hm. Danke. Doris! Hi. Ja, dann ist es nochmal Zeit, die gefundenen Dokumente vorzulesen. Also, Skinnerman-Forschung, Easterman-Tagebücher, 17.09.1958, Murkoff Corporation, Personalüberwachung, Kopie. Privater Tagebucheintrag von Dr. Hendrik Jolie, Easterman. Late 2 schreitet in rasantem Tempo voran. Der Zustrom von Geldern kam so unerwartet, dass ich kurzzeitig befürchtete, es handele sich um einen Buchungsfehler. Baranzig besteht darauf, dass ich den Paperclip-Team in Los Alamos meine Testergebnisse mitteile, insbesondere im Hinblick auf diesen Skinnerman. Es handelt sich eindeutig nur um einen Albtraum, eine unterbewusste Projektion der Wachen oder den Krankenschwestern, die sich während der indizierten Dämmerzustands um die ESOP-Pflege und die invasive Therapie des Subjekte kümmern. Aber dieser Wernicke glaubt, dass sich alles in Träumen lösen lässt. Für einen Hammer ist die Welt aus Nägeln gemacht. Für einen Nazi ist die Welt aus Albträumen gemacht. Einer der Beobachter im Schlafraum hatte die Frechheit zu behaupten, dass dieser Skinnerman ein Spiegelbild von mir ist. Nur weil er zufällig gehört hat, wie Reagenzien ihn Dr. Skinner genannt haben. Das ist lächerlich. Ich bin wie ein guter Vater für meine Patienten. Sie lieben mich genauso, wie ich sie respektiere. Die Korrelation von Herzinfarkten und Schlaganfall mit dem Erscheinen des Kinders, des Skinnerman, ist nur das. So, und dann habe ich noch einen Beweis gefunden. Ganz-Interview. Clyde Perry-Briefe, 13.12.1956. Murkoff Corporation, nur interorganisatorische Schreiben. Telex. An A. Bradley Avellanos. Signala-Anlage von Clyde Perry in Philadelphia. Betreff Ganz-Interview. Fortgesetzt. Interview mit Phyllis Futterman zeigt ein kluges und sehr charismatisches Subjekt. Zwei Persönlichkeiten angezeigt. Erstens, Phyllis Futterman alterniert in der Fernsehrolle Mutter Gans, eine kindliche Phyllis Futterman im Alter von etwa 14 Jahren. Und zweitens Dr. A. Futterman, ihr verstorbener Vater. Sie hat sich eine Handpuppe aus den Resten der Kantine und des Arbeitshauses gebastelt und zeigt dabei ein bemerkenswertes mechanisches Geschick. Die Persönlichkeit von Dr. Futterman ist beleidigend gewalttätig, aber er ist lustig und ich mag ihn. Bei beiden Persönlichkeiten gab es Ausbrüche in ein primitives, mörderisches Wutmonster. Die Persönlichkeiten von Mutter Gans zeigt ein bemerkenswertes Charisma. Wie bereits erwähnt, trotz ihres zerlumpten Aussehens scheint sie mit mindestens zwei Wärtern eine sexuelle Beziehung gehabt zu haben. Viele ihrer Mitgefangenen und Mitarbeiter sind ihr verfallen. Phyllis bekundet ihr Interesse an Selbstverbesserung und wissenschaftlichen Fortschritt. Sie sagt, sie hätte gern einen Umgebungswechsel. Phyllis Futterman wird für Versuche im Projekt Late sehr empfohlen. Na dann sind wir ja froh, dass wir sie haben. Tja, und damit würde ich sagen, drücke ich mal auf Aufnahmeende. Denn...